Neuland in Schwarz-Weiß ist eine temporäre Gruppenausstellung im Gerolag Center in Olten. Vom 25. November bis 11. Dezember 2011 wird eine zurzeit leerstehende, großzügige Schätthalle, die einst als Teil der Gerberei Olten AG und später als Lagerhalle gedient hat, als Neuland in Schwarz-Weiß inszeniert. Die Ausstellung zeigt Werke, die vor allem in den Farben Schwarz-Weiß neue, zum Teil skizzenhafte gestalterische Wege aufzeigen und den Betrachter dazu einladen, sich auf eine Welt fast ohne Farben einzulassen. Ohne Ablenkung folgt das Auge Linien und Flächen in ein neues, unbekanntes Terrain. Das Neu soll einerseits den Aufbruch in eine unbekannte Zukunft mit all ihren Verheißungen und Problematiken thematisieren. Andererseits will der Ausstellungstitel die beteiligten Künstlerinnen dazu einladen, neue, wenig erforschte und eher unbekannte Aspekte ihrer Arbeit zu entwickeln. Auch thematisiert der Titel den noch nicht definierten Nutzungsanspruch des Raumes. Ihn als Ausstellungsplattform inszenieren zu können, bietet eine interessante Ausgangslage, auch weil der Raum in seiner Architektur geeignet dafür ist. Der zweite Wortteil, Land, schlägt eine Brücke zur architektonischen Beschaffenheit des Raumes. Der Besucher erobert und entdeckt ihn Stück für Stück, nachdem er einen längeren Weg durch Gänge und Korridore im Innern des Gebäudekomplexes hinter sich gelassen hat. Fast als würde er eine Höhle erkunden. Schwarz-Weiß soll dabei als Instrument verstanden werden, die Werke aus einem bestimmten, von der Farbe losgelösten Sichtwinkel zu betrachten. Ähnlich einer Skizze oder einem Entwurf sollen Ideen und Gedanken in den künstlerischen Arbeiten aufgezeigt werden, die neue, unkonventionelle Wege einschlagen. Das Künstlerduo Monika Germann und Daniel Lorenzi nutzt die Ausstellung für eine Wandarbeit zum Thema Neuland. Monika Ursina Jäger zeigt eine für die Ausstellung konzipierte Installation ihrer Arbeit Backdrop und eine neuere Zeichnung. Von Yves Netzhammer werden eine Siebdruckserie und ein Tischobjekt zu sehen sein. Philipp Schürmann zeigt eine Wandarbeit zu den verschiedenen, zum Teil auch skizzenhaften Ansätzen in seiner Arbeit und eine Leuchtkasteninstallation. Julia Steiner präsentiert nebst großformatigen Bildern auch eine Installation in Kisten ihrer Konstellationen. Neuland in Schwarz-Weiß nistet sich für eine kurze Zeit in einem momentan freistehenden Raum ein und ist dabei die zweite Ausgabe einer Serie von zeitgenössischen Ausstellungen in temporär nutzbaren und interessanten industriellen Räumlichkeiten im Raum Olten. Die letzten Dezember mit der Ausstellung In Between in der Usego in Olten ihren Anfang nahm. Ich, Esther Spiecher aus Binningen und Roman Studer aus Olten kuratieren die Ausstellung. Die Ausstellung wurde am Donnerstag, 24. November 2011 um 18 Uhr eröffnet und dauert bis am 11. Dezember 2011. Die Öffnungszeiten sind jeweils von Donnerstag bis Sonntag von 15 bis 19 Uhr im Gerolag Center an der Industriestraße 78 in Olten. Ein ganz spezieller Termin am Sonntag, den 4. Dezember 2011, findet um 17 Uhr
neben einer Führung auch der Verkauf kleinerer Editionen und Originale der beteiligten Künstler statt. Gut, sehr gut.